Heute zu Gast bei den Musikergeschichten Wuschel Emmerling. Grüß dich erstmal. Hallo, grüß Hallo. Dich auch. Ja. Erinnerst du dich noch, wann du zum ersten Mal mit Musik in Kontakt gekommen bist? Ja, Kontakt mit Musik bin ich also schon in den 60er Jahren gekommen. Allerdings nicht mit der Musik, mit der ich später aktiv geworden bin. Klar. Das war also Freddy, deutsche Schlager, Junge komm mal wieder. Und dann kam erst die Beatmusik mit den Beatles. Und das war über Radio? Das war über Radio und Schallplatte. Wir hatten zu Hause eine kleine Truhe mit einem Plattenspieler, oben drüber ein Röhrenradio. Mhm. Und dann wurden unten die Platten reingelegt. 78er Shellac, ja. Nachher kamen die 45er. Und mein Vater hatte damals noch Soldatenmusik, Soldatenlieder, Marschlieder. Aber dann nach und nach kamen dann die deutschen Schlager und auch ein bisschen Beatmusik. Konnte mich dann ein bisschen durchsetzen. Mhm. Aber Taschengeld war knapp. Singles kosteten, glaube ich, 4 Mark damals oder 5. Das war eine Menge Geld. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und kannst du dich noch daran erinnern, was dich da als erstes so wirklich mal gepackt hat, dass dich das mehr interessiert hat, als dass es einfach im Radio im Hintergrund lief? Ja, das war also eigentlich der Rhythmus der Beatmusik und ich wollte anfangen, Bass zu spielen, weil ich dachte, mit den großen Fingern oder mit den großen Händen hast du keine Chance an der Gitarre. Und dann hatte ich mir eine Wanderklampfe gekauft und habe da versucht, mal ein paar Griffe zu lernen. Aber das war mir zu aufwendig. Ich hätte zu viel üben müssen. Und irgendwie kam ich dann irgendwie an Trommeln dran. Weiß auch nicht mehr genau wie. Ja. Und zwei Freunde aus der Klasse spielten Gitarre. Und dann habe ich so ein bisschen Rhythmus gemacht mit irgendwelchen Hohlkörpern sozusagen. Und dann sprach mich ein Mitschüler an aus der Realschule und sagte, guck mal, ich habe eine Band, der Schlagzeuger hört auf, der hat familiäre Probleme. Er sagt, ich kann doch noch gar nicht und so weiter. Ja, aber es steht ein Schlagzeug, kommt vorbei. Ja, und dann bin ich praktisch angefangen, richtig Schlagzeug zu spielen. Ich habe mein erstes eigenes Schlagzeug. Das hatte ich sogar noch mit beim ersten Auftritt in der Festlandhalle. Mhm. Kann ich mir nur gut daran erinnern. Von der Firma Lindberg aus München. Mhm. War ein bisschen psychedelisch angemalt vorne, das Fell, das Resonanzfell. Ja, und das fing also, ich habe mir praktisch alles selber beigebracht. Mhm. Ich habe also nie Unterricht gehabt. Ja. Also es war quasi so, dass Kollegen eine Band gründen wollten oder einen Schlagzeuger brauchten und dann hast du damit angefangen? Ja, ja. Ich habe mich da praktisch so reingespielt. Ne? Ja. Die Fähigkeiten wurden immer besser, Gott sei Dank. Die waren zufrieden. Ja. Und dann blieben wir eine Zeit lang zusammen. Dann habt ihr euch eigentlich regelmäßig getroffen? Wir haben uns regelmäßig getroffen, im Bunker am Steinernen Kreuz. Und da haben wir auch dann regelmäßig geprobt. Mhm. Ja. Mhm. Und das war dann aber direkt Richtung Beatmusik? Das war richtig Beatmusik, ja. Wir haben dann sonntags zu Hause wieder vor dieser Kiste gesessen mit dem Plattenspieler und dem Röhrenradio. Ja. Da haben wir dann aber schon Hollies gehört und Loving Spoonful und diese Sachen alle. Ja. Dann haben wir gesessen, die Griffe ein bisschen rausgehört und versucht, den Gesang so ein bisschen zu erlernen, ja. Phonetisch. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Weil phonetisch erlernen, ihr konntet wahrscheinlich noch nicht so gut Englisch lernen. Nein, oder? Ganz schlecht, oder wir haben es gar nicht verstanden, was die gesungen haben. Ja. Das war das Problem. Interessant. Ja. Interessante Methode. Englisch, wir waren alle auf der Realschule und hatten Englisch, aber naja, genau, was die wollten, was die gesungen haben, war schwierig. Ist klar, das ist ja auch ein Schritt, das dann zu verstehen, wenn es gesungen wird gerade. Genau. Das ist ja interessant. Also ihr seid quasi von den Songs, die im Radio liefen, dann inspiriert worden, habt euch die euch am besten gefallen haben, rausgehört. Thomann aufgenommen, Grundig, TK24 oder wie die Dinger alle hießen damals. Mhm. Und Schallplatten wurden dann auch gekauft. Ja. Der ein oder andere hatte ein bisschen mehr Taschengeld, da saß dann mal schon mal eine LP drin. Mhm. Ja. Mhm. Interessant. Und das war quasi diese Cover-Geschichte. Genau, dabei ist es auch im Prinzip auch geblieben. Mhm. Ja. Und welche Besetzung hattet ihr dann damals? Wir hatten damals zwei Gitarristen, Bassisten und Schlagzeug. Ah ja, klassische Besetzung. Genau, klassische Beat-Besetzung. Mhm. Genau. Und habt ihr denn schon da mit mehreren Sängern oder hattet ihr einen Sänger? Ja, wir hatten also die drei Gitarristen und der Bassist, die konnten ganz gut singen. Mhm. Das klappte auch wirklich.
Das fragte ich jetzt nur, weil bei Beatmusik ist ja oft auch Mehrstimmer oder Liedgesang und Backgroundgesang und so weiter. Und wie kam es dann zu ersten Auftritten? Das war in den Jugendheimen. Da gibt es ja in Mahlers HDOT, das Haus der offenen Türen Hüls. Dann im Gänsebrink gab es eins, in Brassard gab es eins. Ja, und wir haben nachher nicht mehr im Bunker in Steinern Kreuz geprobt, sondern am Lipperweg im Delta. War auch ein Jugendheim. Mhm. Und da kriegten wir dann auch gleich den ersten Auftritt. Und dann wanderten wir mit den Malern von Jugendheim zu Jugendheim. Ah ja. Und dann haben wir uns getraut, 1967 uns in der Festlandhalle anzumelden. Bei dem berühmten Beatfest. Genau, das war der erste Auftritt. Ja. Das werde ich nie vergessen. Da hieß man noch so Folks, F-O-L-K-S. Mhm. Und wir alle dunklen Anzug an, weißes Hemd, Fliege oder Schlips um. Wir sahen aus wie so eine Tanzkombo. Mhm. Da haben wir dann gespielt. Da sind wir, glaube ich, 15. von 23 Bands geworden. Mhm. Und dann waren wir ziemlich frustriert. Dann haben wir gesagt, das machen wir nicht wieder. Und dann hat sich dann ergeben, dass der Rhythmusgitarrist, der Solo-Gitarrist, die Musik nicht mehr so toll fand. Der war dann auf dem psychedelischen Trip. Der hörte Mothers of Invention und Frank Zappa. Mhm. Und das wollten wir ja nun gar nicht. Das war ja viel zu, wie soll man sagen, viel zu abstrakt. Mhm. Ja, aber er hatte einen jüngeren Bruder. Der spielte auch in einer Band, aber die Band war noch nicht so erfolgreich wie wir. Und den haben wir dann abgeworben sozusagen. Und dann haben die beiden sich ausgetauscht. Beziehungsweise der jüngere Bruder kam dann zu uns. Und der ist im Prinzip immer noch bei der Band. Das ist der Werner, der Solo-Gitarrist und Sänger. Ah, ja. Er war von Anfang an dabei. Ich habe allerdings 30 Jahre Pause gemacht, bis wir uns wieder zusammengetroffen haben. Mhm. Ja, und der ist, wie gesagt, die Stütze der Band sozusagen. Er singt, spielt Solo-Gitarre. Ja. Ja. Aber das interessiert mich halt mit diesem Beat-Festival vor allen Dingen. Da wollte ich noch mal kurz drauf zurückgekommen. Damals waren ja die technischen Begebenheiten, die Anlage und so weiter noch so in der Kinderstube sozusagen. Das war doch wahrscheinlich auch schwierig mit so vielen Bands, mit Soundchecks, die nicht laut mehr oder weniger nicht. Und dann in so einem großen Raum zum ersten Mal wahrscheinlich. Es war wirklich groß. Es standen 10 oder 12 Schlagzeuge hinter der Bühne. Jeder Schlagzeuger brachte sein eigenes Schlagzeug. Ja. Es waren also Umbaupausen unvorstellbar. Ja. Und dann der Sound AC30 in der Festlandhalle. Ja. Echolette, ich weiß nicht, wie die Gesangsanlage, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was das war. Ne? Ich kann mir, also mit heutigen Zeiten zu vergleichen, ist unvorstellbar. Ja, das kann ich mir, ja klar, die 30 Watt Verstärker voll aufgedreht, ans Herz schon. Echolette mit Echolette Verstärker und mit der Bandmaschine da, mit dem Hallgerät. Ja. Was Besseres gab es damals nicht. Ne? Mhm. Wer Geld hatte schon mal einen Selma. Ja, klar. Ja, weil das ist ja jetzt so eine legendäre Phase und dieses Beat-Festival wird ja jetzt so relativ hochgehalten. Ich meine, es war auch eine tolle Sache, dass da so eine Jugendförderung stattfand. Ja, natürlich, absolut. Aber es gab auch durchaus sehr chaotische Bedingungen in der Zeit. Absolut. Darauf wollte ich nochmal zurückkommen, weil ich ja da leider nicht dabei war. Frage ich immer mal gerne nach. Ja. Und dann, wie gesagt, als der Werner dann kam, der Gitarrist, da haben wir uns dann umbenannt in Finzebus aus den Vogts oder also Finzebus, Eruptum. Das war eine Platte von der Band Blue Cheer aus Los Angeles und die machten richtig Heavy Musik. Das waren 3 Mann, Schlagzeug, Bass und Gitarre. Die hatten Haare, also alle wie Mädchen. Und dann auf dem Cover sieht man das und gibt auch Videos bei YouTube. Die hatten einen großen Hit, da war der Summertime Blues, aber wirklich eine ganz Heavy Nummer war das. Und aber der Name der LP, Finzebus Eruptum, der hat uns irgendwie, weiß ich nicht, was heißt das denn? Das hörte sich an wie Latein. Ja. Und wir hatten alle kein Latein, aber dachten, Eruption, Eruptum, da muss ein Ausbruch sein. Und Finzebus, ja, das ist irgendwas Unbeschreibliches oder irgendwas unbezähmbar oder irgend so. Da haben wir uns gedacht, pass auf, wir nennen uns so. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir uns umbenannt in Finzebus Eruptum. Und wenn wir dann irgendwo waren, wie heißt ihr und so weiter. Ne? Ja, und den Namen gibt es also seit 1969. Mhm. Und den halten wir auch dieses Jahr halten wir auch fest als Gründungsjahr. Und wie gesagt, dieses Jahr haben wir 50 Jahre Finzebus. Gut, ich habe 30 Jahre Pause gemacht. Werner hat ziemlich durchgespielt in anderen Bands. Und die Kollegen sind ja teilweise alle später dazugekommen. Wir sind angefangen 2002 mit der Originalbesetzung wie 1969. Mhm. Und dann hörte der zweite Gitarrist auf, der Blackie,
Er wohnt in Wuppertal und dem war das zu anstrengend. Mhm. Im Winter vor allen Dingen aus Wuppertal nach Recklinghausen zu kommen, beziehungsweise nach Herten haben wir dann geprobt. Und die Auftritte wurden immer mehr. Wir hatten 2014, 16 Auftritte. Und das wurde bei ihm dann zu anstrengend. Ja. Da ist er dann ausgestiegen. Ja. Und wir hatten mal eine Zeit lang in den 60er Jahren noch einen Keyboarder. Mhm. Und da dachten wir, Mensch, jetzt der Keyboarder wieder da, dann können wir das Repertoire erweitern mit anderen musikalischen Stücken und so weiter. Dann haben wir einen Keyboarder gesucht und dann habe ich einfach in der Zeitung ein Inserat aufgegeben. Im Stadtspiegel. Mhm. Und dann meldet sich einer. Das war der Rainer. Und der Rainer ist immer noch dabei. Das war direkt der Richtige. Das war, der hat noch nie in der Band gespielt. Der kam aus Gütersloh und hat nur Kirchenmusik gemacht eine Zeit lang, als er dort in Gütersloh gewohnt hat. Mhm. Und dann kam er zu uns, jo, hat sich dann angepasst und überhaupt kein Problem. Und er ist immer noch dabei. Ach, spannend. Ja, ja. Ein Glücksfall sozusagen. Das war wirklich, also in der Beziehung hatten wir immer Glücksfälle. Ja, und dann gab es Kontroversen mit dem, mit so weit waren wir glaube ich noch nicht, Dann habe ich an einem, von der Musikschule war das ein Workshop für Oldie-Musiker, habe ich teilgenommen. Da waren, glaube ich, 10 Gitarristen, ein Schlagzeuger, kein Sänger und ein Saxophonist. Der Saxophonist war... ist Jürgen Grenz, den kennt man hier auch, der spielt jetzt bei den Shaggies. Und mein Wunsch war eigentlich immer, ich wollte nicht nur die Beatmusik machen, ich wollte noch ein bisschen zurück in die 50er Jahre. Rock'n'Roll und ein Saxophon dazu, das wäre toll. Und ich habe in der Schmiede, die, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, eine tolle Rock'n'Roll-Band aus Bobbin B heißen die, die gibt es auch noch immer. Die hatten Saxophonisten dabei und die haben richtig schöne Sachen gespielt. Nicht nur alte Sachen, die sie gecovert haben, sondern auch eigene Sachen oder umkomponiert oder umarrangiert. Mhm. Und das fand ich toll. Und dann haben wir uns, wie gesagt, regelmäßig einmal die Woche da getroffen. Und dann kamen wir so ins Gespräch, als wir fertig waren. Und dann sagte er irgendwie, sagt er, das bringt mir gar nichts, ne? Sag ich, mir auch nicht, sag ich. Ich bin der einzige Schlagzeuger, dann muss ich auch noch singen, weil kein anderer singt, sag ich, und ich bin nicht der Sänger, ne? Und sagt er, weißt du was, ich gehe da nicht mehr hin. Ich mache dann nämlich lieber eine Stunde Saxophonunterricht, ne? Ja, sag ich, hast du nicht Lust, in der Band zu spielen? Ja, sagt er. Und dann komm doch einfach mal vorbei. Ja. Und dann kam der zum ersten Proben, für ihn das erste Mal. Und dann schüttelt er, ja, sagt er, alles in Ordnung und so weiter. Und dann, als er dann weg war, dachte er, ich komme nächste Woche wieder. Da sagt der Werner, der kommt nie wieder. Da sagt er, der spielt uns so alle an der Wand. Ja, Hustekuchen, der kam wieder. Der blieb dann 7 Jahre bei uns. Ja. Und dann stellte sich heraus, ja, ganz erfahrener Hase. Spielte bei den Dakotas, spielte bei den Rangers und. Der hat also schon, der war schon in London zu Plattenaufnahmen. Und der ist, wie gesagt, eine ganze Weile bei uns geblieben, bis 2013. Mhm. Ja. Dann wollten wir natürlich einen neuen Saxophonisten haben. Ja. Dann haben wir gespielt einige Male mit den T-Birds, auch eine ziemlich bekannte Band hier im Kreis. Und die hatten Saxophonisten Peter Pennekamp aus Ergenschwick. Und der Peter Pennekamp spielte dann auch nicht mehr in dieser Band. Aus welchen Gründen, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir ihn gefragt, Peter, wolltest du nicht bei uns einsteigen? Nee, sagt er, ich habe hier was Neues in Ergenschwick laufen, ich bin schon ausgebucht. Aber, sagt er, ich habe eine Schreinerei, einen Meisterbetrieb, ich habe einen Schreinermeister, der spielt Saxophon. Ja. Wie Saxophon? Ja, der spielt in so einer Blaskapelle in Dorsten. Ach, kann nicht sein. Ja, trotzdem, lass ihn doch mal kommen. Ja. Er kommt, hat noch nicht so viel Ahnung, kann aber ein bisschen blasen und dann kriegt er so einen Spaß, schmeißt die Blaskapelle hin, nimmt Unterricht und der ist auch seitdem dabei. Ah. Dirk Tinter, also ganz toller Mann, haben alle richtig Spaß. Ja. Okay. Passt gut in die Band rein. Ja, bei den Geschichten, wie ihr dann neue Musikerkollegen gefunden habt bei Bedarf, das zeigt natürlich, wie wichtig dieses Netzwerk ist, dass die Musiker und Bands sich untereinander auch kennen. Ja, genau. Ich habe auch so nach Erzählungen den Eindruck, dass gerade diese Beat-Szene damals, ihr euch alle untereinander eigentlich kanntet auch. Ja, wir waren jetzt Außenseiter. Recklinghausen war eine ganz andere Clique. In Mahl gab es damals nur, also gute Bands, für uns waren ein Vorbild, waren die Marys, die Blackbeats,
Ja, und dann war es das auch schon. Mhm. Aber hier gab es die Rangers, die Dakotas und dann lackieren sie Giants und so weiter. Und die mauschelten ja auch. Ja. Der eine spielt dann bei den Rangers mit eine Zeit lang oder wenn einer mal nicht konnte, dann spielten die und so weiter. Das war immer eine Mauschelei. Oder sie versuchten sich die Leute auch gegenseitig abschwänzig zu machen, mhm. wollten immer die Besten sein. Mhm. Und da hatten wir überhaupt keinen Kontakt. Und den Kontakt kriegten wir erst, als Jürgen Grenz als alter Dakota und Rangers-Mann bei uns mitspielte. Da kamen wir dann in diese Szene in Recklinghausen rein. Ah, okay. Ja. Mhm. Vorher hatten wir in Malga keine Chance. Ach so, das war mir auch gar nicht klar. Ich dachte immer, das wäre so im Fest Recklinghausen die Szene gewesen. Aber es war schon eigentlich in Recklinghausen Stadt war schon eine andere ganz, Szene. Ganz als anders jetzt. Als in Mahl, ja. Ah, ja. Die Mahler durften zwar mitmischen, wir waren auch immer bei den Beat-Festivals dabei, da waren auch immer 4-5 Bands dabei. Oder aus Erkenschwick. Mhm. T-Set zum Beispiel mit dem Garage. Ja. Aber da hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt mit. Aber ich wollte noch mal nachhaken, du sagtest, ihr hättet 30 Jahre Pause gemacht. Also ich habe 30 Jahre Pause. Oder du hättest 30 Jahre Pause. Wie hat sich das denn ergeben? Da in den, ihr habt ja quasi in den 60ern, bis wann habt ihr dann gespielt? Bis 72 gab es Finzebus. Die gab es nur 3 Jahre damals. Ach so. Ja, wir haben 70 sind wir aufgetreten, nochmal in der Festlandhalle, als Finzebus, nicht mal als Fuchs. Ja. Und da haben wir einen 2. Platz in der Publikumsbewertung gemacht. Und den 5. Platz in der Jurybewertung. Ah, ja. Da waren wir top. Und daraufhin haben wir auch ein paar Sachen, ein paar schöne Auftritte bekommen im Sauerland. 3-4. Unter anderem in Lüdenscheid in der Stadthalle als Vorbild von Alexis Korner. Oh ja. Da gab es 1000 Mark, das war der Hit. Ne? Ja. Da sind wir dann dahin, haben uns ein Auto geliehen bei Fittinghoff, ein Transit, wo mit dem PKW, Privatwagen dazu, und da sind wir da hingefahren. Er war nur zu zweit mit dem Peter Sorup. Die haben nur akustische Gitarre gespielt, aber wir mussten vorher 1-2 Stunden spielen und dann kamen die beiden Stars da. Ja. Das war ein Highlight zu der Zeit. Mhm. Ja. Und es hat sich dann aber für dich irgendwann beruflichen Gründen? Oder? Ich habe 1967 eine Ausbildung bei Karstadt angefangen. Und habe dann bei Karstadt wieder einen Musiker kennengelernt, Peter Kemming, der war Sänger. Der kannte hatte einen Freund, der war Gitarrist, das ist der, jetzt kommt Wolfgang Beugel, der studierte Gitarre an der Volkshochschule. Und dann kannten die noch einen Bassisten, den Ingolf Abranke, der arbeitete bei Weiser als Dekorateur. Und ich wohnte damals in Recklinghausen, bin da hingezogen. Und wollte eigentlich nicht mehr nach Mahl. Irgendwie habe ich auch mich mit den Jungs auch nicht mehr so vertragen. Mhm. Und dann haben wir 4 uns zusammengetan und haben eine neue Band gegründet. Mhm. Aber dann eine ganz andere Richtung, das war dann schon so Bluesrock. Mhm. Da haben wir Jimi Hendrix gespielt, weil der Gitarrist eben so qualitativ gut war. Und John Mayall und sowas alles. Ja. Aber die Band existierte auch nur 1,5 Jahre. Mhm. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Tanzmusik gemacht und dann meine Frau, damals meine Freundin, hat dann gesagt, am Wochenende war ich dann immer weg in irgendeinem Tanzschuppen da, zum Beispiel im Zillertal in Essen und der Glocke in Herten. Sagt sie, du gehst da nicht weiter, du bist jeden Samstag und Sonntag, da hängst du da hinter der Schießbude da. Und die Musik, das war ja auch nichts. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja. Und so ein Beautiful Sunday. Ja. Ja, ist dann mehr die Dienstleistungsabteilung. Genau. Und dann habe ich dann aufgegeben, dann alles verkauft und dann war 30 Jahre Pause. Mhm. Bis die Jungs mich von der alten Band angerufen haben und haben gesagt, komm, wir machen erstmal so viel Spaß. Wir bringen die Band wieder zusammen. Ja, nein, so eigentlich noch nicht. Ne? Mhm. Und der Werner spielte damals noch bei den Good Times, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr, Good Times Music Band. Und die hatten Proberaum und da konnten wir dann, war alles da, da konnten wir 4 dann mal wieder zusammenspielen. Das haben wir dann 1-2 Mal gemacht in den Sommerferien. Da haben wir gesagt, eigentlich sind wir doch gar nicht so schlecht, wir können doch zusammenbleiben. Mhm. Und daraus hat sich das dann ergeben, da sind wir auch zusammengeblieben. Ja. Ein paar Jahre in der Originalbesetzung, bis wie gesagt der erste ausgeschieden ist. Und dann, ja, seitdem gibt es Finzebus, seit 2002. Ja, spannende Geschichte. Dann haben wir das Eruptum natürlich weggelassen, weil der Ausbruch, das war ja nicht mehr in dem Alter. Wir sind jetzt 3 über 60 und die beiden Neuen, der Bassist ist ja der Chris, der ist glaube ich 40, ne? 69 geboren und der Saxophonist ist 65 geboren. Alle anderen sind aus den 50ern noch. Aber das funktioniert ja bei Musik mit mehreren Generationen. Also das,
Chris hat Spaß, der hat ja früher solche Musik, oder der hat nie solche Musik gemacht, aber er sagte, das macht mir total Spaß mit euch. Ich bin mit der Musik aufgewachsen, mein Vater hat die gehört, ich musste die auch hören, ich habe die auch gehört. Genau. Er sagte, das ist klasse. Ja, wunderbar. Und der Saxophonist, der ist sowieso musikalisch, der hört ganz andere Sachen wie wir und dem macht das sowieso Spaß. Ja, aber da kann man ja die verschiedenen Einflüsse der unterschiedlichsten Musiker einfach wieder verarbeiten. Ja, das ist ja immer das Spannende. Eine Sache würde ich noch gerne wissen. Du hast hier diese Sticks mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Ja, die hat mir ein Freund, der war mal in New York und hat, wusste, dass ich oder weiß, dass ich Schlagzeuger bin. Wir waren im Hardrock-Café und da hat er mir die Sticks mitgebracht. Die gibt es also in jedem Hardrock-Café der Welt, jeweils mit einem anderen Motiv. Steht dann auch Hardrock-Café drauf. Und die kann man sammeln oder auch benutzen. Da habe ich mich sehr gefreut und die werde ich auch nie benutzen. Die bleiben in der Vitrine als Souvenir. Ja, interessantes Andenken auf jeden Fall. Ja, da bedanke ich mich für die sehr interessante Geschichte. War sehr hilfreich. Vielen Dank.